Ja, schön hier. Hi und hallo, herzlich willkommen bei Pottananda. Wir sind unterwegs bei allerfeinstem, ja, Regen, Sturm, nasskaltes Wetter, ideal, um einfach mal die Regensachen zu testen. Mit dabei der Tippelbuddy, der Martin, bestens ausgerüstet. Gehen wir einmal um den Kemnader See. Der Ton wird wahrscheinlich schlimm sein, das Bild ordentlich nass und verregnet, aber so ist es nun mal. Kommt mit, habt Spaß, geht ein bisschen raus. Auf geht's! Niemals aufgeben. Und Martin, bist du noch trocken? Ja, innen drin ja. Herrlich. Mal ein Bierchen trinken, damit wir das zu ändern, oder? Das ist so Zwiebelschalenprinzip, ne? Ja, kalt ist mir nicht. Ja, das ist ja auch nur mal so ein Test, ob die Regenkleidung hält. Also ich stelle fest, der Martin hat eine Regenbuchse und eine Jacke und den Rucksack mit einem Schutz überzogen. Das ist natürlich bei dem Sturm deutlich praktischer als so ein Cape hier. Und da mir ja immer prinzipiell warm ist wie Hulle, habe ich gedacht, hätte ich hier ein bisschen mehr Lüftung. Aber es ist auf jeden Fall frisch von unten und nass von der Seite. Glück auf, frisch auf! Liebe Ruris, Pottis, Pöttler, Kumpelladerinnen und Kumpellader, wir genießen mal ein bisschen Trockenheit und haben so unsere ganz eigenen Erfahrungen mit der Regenkleidung gemacht. Also wenn ein bisschen fisselt, mach ja gehen, kommt der Regen so von schräg, ne? Da würde ich nochmal umdisponieren, längerfristig. Trotzdem ein bisschen raus, macht Bock, macht Spaß. Sind jede Menge wirklich hier am Kemnader See unterwegs. Viele Sportler, Jogger, Spazierengeher, Walker, was auch immer. Nur keine Inlineskater wie sonst. Auf jeden Fall macht das richtig Bock. So eine kleine Flachetappe, auch wenn es schüttet wie aus Kübeln. Aber das tut auf jeden Fall super gut. Wir haben gleich schon den Scheitelpunkt erreicht. Gleich am Spaßbad da hinten und dann geht's andere Seite, Nordufer, wieder zurück. Geil ist auf jeden Fall. Sag mal, Martin,
Wie weit sind wir gelaufen? Guck mal, 2,4 Kilometer bis Gibraltar. Jo, dann mach Gas. Irgendwie hat das Navi jetzt einen ganz anderen Weg. Jetzt müssen wir gucken, wie wir zurückkommen. Total kalt im Gesicht und nass und kalt und nass und windig, aber irgendwie schon geil, aber nicht mit diesem Poncho hier, macht es nicht. Läuft. Es regnet immer noch und der Wind bläst eisekalt ins Gesicht. Und ich sage noch mal, tragt kein Cape. Sucht euch einen anderen Regenschutz. Und wenn ihr einen wisst, dann empfehlt mir einen. Auf geht's. So, wir sind auch schon wieder gleich am Ende unserer kleinen Runde im Regen. Ich bin platschnass bis auf den Schlüpper. Ich ziehe nie wieder so ein Cape an. Ab nach Hause unter der heißen Dusche. Kauft euch anständige Regenklachten und geht raus. Tschüss, euer Schröbi von Potteinander. Thank you.